In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein richtig leckeres Brot in diesem günstigen Edelstahltopf backen könnt. Das ist ein ganz günstiger Topf, Jahre alt. Und wie ihr darin ein leckeres Brot backt, das zeige ich euch. Bleibt dran. Hier habe ich 400 Milliliter warmes Wasser. Darauf gebe ich ein Tütchen Trockenhefe, das sind 6 Gramm. Das mische ich zusammen mit einer Prise Mehl ein. Hier habe ich 600 Gramm Mehl. Darauf gebe ich 1,5 Teelöffel Salz. Kurz verrühren. Ich rühre meine Hefe nochmal um und kippe das in einem Schwung auf mein Mehl. Und das verrühre ich einfach mit einem Löffel. Ihr könnt das theoretisch auch mit der Hand vermischen, aber das ist dann klebrig. Das decke ich ab und warte, bis der Teig sich etwa verdoppelt hat. Ungefähr eine Stunde, dafür stelle ich das an einen warmen Ort. Ich habe meinen Teig jetzt ehrlich gesagt nicht ganz eine Stunde gehen lassen. Jetzt nehme ich mir ein Backpapier. Jetzt brauche ich nur noch meinen Teig ringsum in dem Mehl zu wälzen. Ja, der Teig fühlt sich richtig zart, wirklich richtig toll an. Jetzt nehme ich hier meinen Edelstahltopf. Das ist wirklich ein 0815-Topf für ein paar Euro. Und falte das Papier nach außen. Den Deckel wieder drauf und heize in der Zwischenzeit meinen Ofen vor. Ich habe meinen Ofen jetzt auf 210 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und darin backe ich das Brot jetzt erstmal für 60 Minuten mit dem Deckel zusammen. Das ist jetzt, der erste Backgang ist fertig. Boah, schaut euch das mal an. So. Und jetzt backe ich das Brot für 15 Minuten auf dem Backblech bei 200 Grad zu Ende. So, das Brot ist fertig und abgekühlt. Schaut euch das mal an. Es geht also definitiv auch mit einem Edelstahltopf und man muss keine teure Kokotte haben. Aber wichtig ist ja auch, wie das von innen aussieht. Ja, super schön. Boah, ist das weich. Boah, ist das weich. Schaut mal, seht ihr das? Das ist wirklich butterweich. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann drückt auf den Button. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Kurze Pause.